Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen, einer neuen Folge von meinem Minecraft Singleplayer Projekt. Ja, heute verspätet leider durch Krankheit, habe ich es nicht eher geschafft, das fertig zu machen. Naja, gut. Heute machen wir weiter mit den Fenstern. Da noch eins hin, hier noch zwei hin. Dann bauen wir die Geschossdecke, also die Grundmauern auf die Höhe, wie es nachher sein soll. Und dann versuchen wir da mal eine schöne Decke mit reinzuziehen. Gucken, ob wir das Material zusammenkriegen dafür. Ja, und dann gucken wir mal, was wir noch so schaffen. Okay, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaltet die Glocke ein, damit ihr keine neuen Uploads von mir verpasst. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder mit zuguckt. Gut, dann machen wir mal los. So, als erstes müssen... Na super, können wir direkt schlafen gehen. Die habe ich auch leer gemacht. Die Steinschneidemaschine muss auch hier hin. Dann gehen wir jetzt erstmal eben schnell schlafen. Geht das schon? Nein, noch nicht so weit. Dann reiße ich jetzt erst hier die Mauern ein. Also wie viel habe ich denn da Platz gelassen? Zwei ganze Blöcke. Eins, zwei. So. Unten gemacht. Theoretisch könnte ich ja hier auch ganze Blöcke reinsetzen. Jetzt ist aber dunkel genug, glaube ich. Dann hat man solche, diese urseligen Ecken da nicht so. Sag mal. Machen wir vielleicht anders, dann nehme ich das eine mit runter. Jetzt kann ich schlafen. Cool, oder? Manchmal ist es halt so. So, dann nehmen wir ein bisschen Diorit mit. Und Stufen. Dann machen wir uns noch ein paar Mal an. Dreißig. So, dann muss es ja rein theoretisch so sein. Das Ganze jetzt noch ein höher. Ah, ich habe die Stufen vergessen. Genau, und innen machen wir das aber wirklich so. Au.
dass wir da das mit Granit machen. Das sind einfach nur unten Stufen, oben Stufen und dann. Müssen wir uns ein paar Stufen schneiden. Das gefällt mir nämlich ganz gut so, optisch. Hat man noch ein bisschen Akzent. Genau, da kommt jetzt Glas rein. Das gefällt mir sehr gut. Ein echt schönes Fenster. Oder ja, mittlerweile zwei schöne Fenster. So, und jetzt brauchen wir dann draußen Trapdoors, ne? Ein bisschen Erde. Ein bisschen Erde. Ein paar Trapdoors. Ja, cool. Jetzt bräuchte ich noch eine Kette und eine Laterne oder nur eine Laterne. Was brauchen wir denn für eine Laterne? Laterne. Eisenklumpen und eine Fackel. Fackeln habe ich. Eisen habe ich. Und aus Eisen kriege ich Eisenklumpen, ne? So, und jetzt brauche ich noch ein paar Fackeln, die habe ich hier draußen auch. Dahin. Okay. Habe ich vier Laternen, das sollte erstmal reichen. Und ich mache mal eine Kette. Einfach nur um zu wissen, wie hoch die dann hängt. So. Oder so. Ich würde ja schon fast sagen so, aber wenn da noch Blumen wachsen, wird das glaube ich zu gedrungen. Ja, das ist zu tief. Oder was sagt ihr dazu? Ich lasse das erstmal so. Schreibt es gerne in den Chat. Lieber so. Oder lieber so. Also in den, ne, als Kommentar. Lasst einen Kommentar dafür da, bitte. Und ihr entscheidet. So oder so. Cool. Dann machen wir mal das nächste Fenster. 2, 3, 4, 5.
Oder ich mache direkt hier. Da müsste ich noch eine Stufe drin machen. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Steinziegel mit. Schade, ich krieg das so da reingeworfen. Ist egal. So, nächstes Fenster. Dazu brauchen wir das, das, das und das. Natürlich falsch rum. Ich habe, glaube ich, ein paar wenig Stufen und Mauern. Drei da, 1, 2, 3. So. Mist. Ach, Mist. Nicht gewechselt. Oh, ich habe den einen nur wieder gekriegt. Ah ja, weil es andersrum ist, ja. Dann geht das natürlich. So. Was sagt ihr zu meinen schönen Fenstern? Also ich finde die echt klasse so. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist natürlich dann wenig Platz zwischen. Hm.
Da brauche ich aber auch noch welche. Zwei habe ich, dann baue ich fünf. Fünf, genau, warte. Ah, nee, ich brauch noch mehr. Ich muss ja außen auch noch machen. So. Das ist die eine Seite außen. Und das war einer zu viel. Nee, war es nicht. Es war einer zu wenig. Komm, ja. Man merkt, dass es mir nicht so ganz gut geht heute. Bin ich richtig bei der Sache. Normalerweise hätte ich das auch schon lange aufgenommen, das Video, aber ging nicht vorher. Aber solche Tage gibt es halt auch, ne? So. Dann haben wir hier gleich alle Fenster fertig. Und dann gibt es noch eine Entscheidung, die ich getroffen habe bezüglich Tiere. Oh, weil die Tiere kommen nicht hierher. Hier nebenan werden keine Tierställe. Jetzt ist meine Überlegung, lasse ich das hier so? Mach hier eine Tür rein, die Wand noch raus. Hier zwei Fensterfronten rein und mache das hier so als Werkbank, Werkkammer, wo die Öfen stehen, damit man hier so ein bisschen noch Arbeitsbereich hat, so aka Garage. Das weiß ich noch nicht. Aber das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon? Wenn man das so machen würde. Oh, das ist zu breit geworden. Das geht nicht. Nein. Das hätte doch da bleiben können. Keine Ahnung, wie das jetzt extra gezählt. So ist besser. Oh, vielleicht wird das mit dem Kamin ja hier auch ganz geil aussehen, wenn man den noch wegmacht und das hier unten alles an vorzieht und dann hier den Kamin hochlässt. Und nicht da hinten. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn man jetzt hier den hier wegnimmt und den hier wegnimmt.
und dann kein Granit mehr hat. Eins, zwei, drei, vier. Was habe ich noch alles? Dann nehmen wir das erstmal so mit. Das sollte natürlich so nicht sein. Ja, moin. Zwei Mauern und ein paar Deckel. Die Wand dahinter auch noch in Granit. Mit Mauern. Könnte ich natürlich hier drei Kaminfeuer reinlegen, ne? Und hier eine Treppe davon machen, geht das? Oder einen nach unten? Eins, zwei, drei. Die da wieder rausnehmen. Mal noch eins, zwei, drei, vier. Wollen noch ein paar mehr. Okay, dann geht das natürlich nicht. Das kann ich vergessen. Dann mache ich das draußen. Mal gucken, ob Granit da ist. Sonst muss ich nämlich noch buddeln gehen. Immer noch sehr. Oh ja. So, in diese Ecke möchte ich jetzt am liebsten dann auch noch Zäune setzen.
Hat auch Gesicht. So, da zieht der Rauch dann raus. Dann machen wir gleich mal ein Lagerfeuer. Stellen das da rein und gucken mal. Lager. Drei Stöcker. Drei Eichenstämme und eine Kohle. Au. Okay. Ja. Aber so kann ich mir das vorstellen. Das ist okay. Ich muss mir jetzt nur noch Gedanken machen über den Kamin. Macht man jetzt unten das noch ein bisschen dicker? Natürlich weiter Weg einmal drumherum, ne? Dann laufen wir einmal hier hoch. So sieht das von innen wenigstens so aus. Geht nicht direkt da drauf. Dann muss ich da... Stimmt, weil das ja ein ganzer Block wäre. Das sieht doch gut aus. Und das mache ich dann auch noch eben. Das nützt ja nichts. Das gefällt mir nicht ganz so. Eigentlich müsste der ja runter, ne? Ach, scheiße. Der müsste eigentlich da drin stehen. Das bleibt das Lagerfeuer. Jetzt fehlen mir Stöcker.
Nein, auch nicht. Das ist auch nicht. Nein, du. Oh. Ich möchte das doch da hinstellen. Dann ist das halt, dann bleibt das so. So, jetzt muss das mal angepasst werden. So. Das wird, baue ich nachher ab. Naja, gut. Dann, oder ich baue daraus auch mein Dach. So, wir kriegen dann hier nicht den Boden, sondern diesen Boden. Das heißt das dunkle Holz. Und ich hätte dann gern Birke. Na, Birke. Als Decke hier außen. Das heißt, wir brauchen jetzt Birkenbäume. Jetzt mache ich mein Inventar erstmal wieder leer. Sonst. Alles, was Holz ist und sonstige. Das auch noch essen. Müssen wir nachher auf jeden Fall noch ein paar Birken anpflanzen. Dass wir in der nächsten Folge wieder ein paar haben. Warum Birke? Naja, damit die Decke nicht so gedrungen wirkt von oben. Auch wenn wir jetzt hohe Deckenhöhen haben, möchte ich das trotzdem, dass es nicht ganz so gedrungen wirkt, sondern dass es leicht und offen wirkt. Aber ich hätte trotzdem gerne Holz. Ja, hallo, Kuh. Und dann bin ich mal gespannt auf eure Kommentare, was wir mit den Stellen machen. Sollen wir überhaupt richtige Ställe bauen oder eher diese typischen Tierfarmen? Also ich hätte gerne auch typische Tierfarmen, sage ich ganz ehrlich, weil es viel einfacher ist zu ernten, als Beispiel. Und aber ich hätte gerne trotzdem auch Tierställe. Das ist halt optisch was, ne? Man läuft da vorbei und kann Tiere füttern und. Naja, wenn man sie jetzt nicht füttert, dann sterben ja nicht davon. Aber dann ist das optisch wenigstens da. Ein paar bunte Schafe von machen. Mit Farbstoff. Da kriegt man echt auch witzige Variationen raus, was nachher Teppiche angeht und sowas. Das wollen wir ja auch alles machen. Was meint ihr, reichen 2 Stacks? Birke und so, ein paar fällig dann noch. Hallo Pferd.
Ich habe eigentlich noch einen Sattel. Wir können demnächst mal eine Folge Ausritt machen oder sowas. Mal in die Richtung, mal in die Richtung. Aber das würde ich auch erst machen, wenn die Ställe dann fertig sind, sag ich mal. Jetzt sollten wir nach Hause laufen. Nehmen den einen noch mit und dann. Das wäre jetzt schlecht gewesen, da reinzufallen. Ja, ich würde das gar nicht so schlecht finden, wenn die, glaube ich, hier hinten sind. Beim Nether-Portal. Ach, ein Birkenholz würde mir fehlen. Das ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt ist die Sache. Wie hoch kommt die Decke? Kommt die Decke auf diese Höhe? Gleich mit den Fenstern? Weil ich brauche dazwischen einen halben Block Luft. Und dann kann ich hier, also ich könnte sie hier drüber setzen. Und dann kann ich hier den richtigen Boden machen. Also quasi, nein, das ist die falsche Höhe. Das geht ja wieder nicht. Das heißt, so hoch oder so hoch. Aber das würde gehen, oder? Was sagt ihr? Aber das schreibt bitte auch in die Kommentare, denn die Folge ist schon etwas länger vorbei. Ich habe heute ein bisschen überzogen, quasi als Entschädigung. Das will ich noch eben abschließen hier. Ne, dahin, so. Schreibt es in die Kommentare. Diese Höhe oder wirklich diese Höhe? Das würde mich ja mal interessieren, was ihr sagt. Wenn ich diese Höhe mache, ist das Haus darüber natürlich noch mal so hoch, aber... Ich mache darüber keine Volletage, das sage ich von vornherein. Keine volle Etage, sondern hier drauf kommt direkt das Dach. Weil das ist ja dann immer noch riesig und da ist immer noch genug Platz. Wenn man überlegt, wie viel Platz in diesem Dachgeschoss noch ist. Genau, schreibt es in die Kommentare, diese Höhe und was wir mit den Tierställen machen sollen. Und wenn ihr Ideen habt, was machen wir mit dem alten Haus? Bestehen lassen oder auch abreißen? Schreibt das bitte auch in die Kommentare. Gut, dann, wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar da, würde mich sehr darüber freuen. Schaltet gerne das nächste Mal wieder mit ein und ich sage dann mal Tschüss und Ciao.